Dauert's noch lang? Ich muss das Auto umspritzen lassen, dann am Hafen abliefern. Ja, wie bin jetzt gleich bei Los Santos Custom. Oh, das ist sogar das Los Santos Custom, wo wir die erste Begegnung mit Khan hatten. Khan! Das weckt Erinnerungen nur. So, aber ich schicke schon mal Einladungen. Und von Freundesliste. Weil der Aetis schon wieder nicht gerallt hat. Was denn? Kai, bist du bei mir? Hast du mich bei PSN noch nicht hinzugefügt? Kann das sein? Nee. Ups, dann müssen wir nochmal nachholen. Wird langsam Zeit, ne? Ja. Ja, wobei, das kann ich ja kurz machen, oder nicht? Golf. Ja, kannst du schon mal Einladung schicken. Ach nee, immer dieser Chor. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, das kennt ja echt wohl nicht, so Warzenschwein jetzt. Aber das Tolle ist, wir können jetzt hier warten, weil hier gibt's kein Zeitlimit mit dem, wann das Golfenspiel startet. Also ich habe eingestellt, dass wir die kompletten neuen Löcher spielen. Das ist auch passend dann. Mhm. So. Jetzt muss ich aber noch mal schauen. Ah, dieser Psy-Clown ist jetzt offline gegangen. Alter, so weit ist das bis zum Hafen, Alter. Sind die bescheuert? Wir warten. Ich habe mal eben 5 Kilometer, die ich dann fahren muss. Ja. Alles klar. Das geht aber eigentlich in dem Spiel schnell. Und die Blase drückt auch. Anfrage ist geschickt, Körper. Ja, ich hab's gesehen. Oh Mann. Ernsthaft, ey. Wieso? Ach. Wisst ihr, dass das Problem dabei alleine zu wohnen ist? Man kann nicht mal eben einen auf Eric Cartman machen. Mann, Schüssel! Alter, das ist schwer, wenn man so einen Druck auf der Blase hat und dann noch aufs Zocken konzentrieren. Also, Sascha, also wenn ich den Wagen abgeliefert habe, muss ich eventuell mal kurz auf ein stilles Örtchen rennen, wenn es euch nichts ausmacht. Geht aber schnell. Du könntest aber wenigstens nur schon mal dann die Einladung annehmen. Ja, ja, mach ich dann. Was ich sagen wollte, du hast ja gesagt, ungefähr bis 8, ja? Das wären jetzt aber bei mir, ich habe noch ungefähr 5 Minuten von dieser Folge und dann noch mal eine ganze Folge, so um die 20 Minuten herum. Und dann könnten wir es eigentlich beenden, wenn du willst. Na, ich sag mal, guck mal, Golf mit 9 Löchern bei 4 Leuten, das wird eh eine Weile dauern, oder? Ah ja, das wäre aber dann auch schon der Abschluss, die letzte Folge. Wir können ja mal gucken, wie lange das dauert. Und dann können wir es ja mal eh davon abhängig machen, ob wir noch eine hinten dran fügen. Ja, ich weiß. EC schlägt wahrscheinlich dann EC mal in die Hecke, dann ist es schon mal rum. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war. Oder Pestwar taucht noch auf und vergewaltigt uns alle mit den Golfschlägern, ey. Ja. Rammt uns das Ding so, hacht sie den Ados, das ist, also, wie sich noch nie ein Mensch von irgendwas gefistet gefühlt hat. Also, ey. Ach, guck mal, kaum hat EC schon nichts zu tun, fängt er an, wieder Nachrichten zu schreiben. Was schreibt er denn, der Gute? Ja, ich lese die sowieso nicht, ich sag's dir schon mal, ne? Bababab sagt. Kannst du bei mir gleich bleiben lassen. Was? You can FTFF, you Watson-Schwein, Babsack. So, und was schreibt jetzt der andere? Wo ist denn das? Nachrichteneingang. Empfangen. Geht hier Online-Einladung. Nee. PS Evokai ist hier. Nee, es ist toll für Evokai. Evokai ist auch hier. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hey, Körb, ich kann deiner Sitzung nicht beitreten. Warum das? Ja. Because of Milk. Haben wir aber gesagt. Ey, Leute, das ist so geil. Ich hab gestern Nacht eine Wasserflasche ins Eisfach gepackt. Die ist bis jetzt noch nicht ganz aufgetaut. Ich kühl mich an der die ganze Zeit. Ist mal eben mein Skype aufgeploppt, obwohl ich darauf beschäftigt stand. Er muss sich schnell wegklicken. Ich frag mich, wie das geht. Ich meine, normalerweise passiert das auf beschäftigt nicht. Jetzt sag mal, wie lange brauchst du noch bis zum Hafen? Bin gleich am Hafen. Dann nur noch um die Ecke. Dann drückst du Einladung annehmen und dann gehst du mal shiften, sodass wir zumindest schon mal die erste Runde anfangen können und dann nur noch auf deinen Einsatz warten müssen. Ja, ich hoffe mal auch, dass ich nicht gleich als erster dran bin, ne? Das wäre scheiße. Aber ich vermute mal nicht. Ich denke mal, der Horst fängt an. Ja, Evo Kai hier geht ab mit seinem 18er Level. Aber das müssten wir echt mal ausprobieren. Das ist. Ich generiere mal, versuche auch mal eine Mission zu erstellen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir aufnehmen. So, ich nehme den Job jetzt an. Golf. Los, sweet. Wir warten. Ich hoffe wirklich, dass das. Ja, jetzt komm, du hättest schon längst wieder gesagt. Dein Klo ist keine 2 Meter weg, so wie du denkst.
Das ist bei Andi nur der Fall. Ja, Andi sitzt eh ohne Hose vorm PC, der lässt glaube ich auch laufen. Ich bin seinem letzten Livestream ist er zweimal vor der Webcam aufs Klo gegangen. Ich will doch gerade pissen. Da hat er dann wahrscheinlich so im Aussie Rage gesagt. Fünf Minuten, oh, oder nee, was, drei Minuten. Das hat er dann wahrscheinlich so im Aussie Rage gesagt. Das kann ja auch nicht so weit sein. Genau. Der ist ja kurz zum Kühlschrank gegangen, der ist bestbau hyperventiliert, weil er Amnesia alleine spielen musste. Aber Andi hat eh mal so ein Aussie Rage drauf, wenn so man wegrennt. Da müsst ihr irgendwann gespannt drauf sein. Ich weiß gerade nicht mal, ob es bei Assassin's Creed oder bei SMG 1 war. Da hat Pesh das halt auch 1:1 nachgemacht. Wie der da upraged. Ja, wie der da diesen Aussie Rage gemacht hat. Sehr gut. Ich bin ein Athlet, aha, ist ja interessant. Was seid ihr? Eze ist auch ein Athlet. Oh, komm hier, Kai ist ein Triathlet, der schon wieder. Und Sascha ist sogar ein Fitness-Fan. Aber der hat volles Feilchen am Auge. Was geht denn bei dem ab? Boah, ist das ein angenehmes Gefühl, wenn die Blase leer ist. Ja, guck mal, es hat eben erst gestartet. Dann habe ich das ja gut abgepasst, wa? Ja. Und damit all gut wie willkommen zurück zu Let's Play GTA Online, nachdem der alte Mann schiffen war. Nachts muss er auch. Ach, oh, guck mal, gut, dass er gekommen ist. Ja, der Effekt hat sich erst. Leckt mich am Arsch, Leute. Ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war. Ich habe noch nie Golf überhaupt gespielt in dem Game. Ich habe mal gespielt. Ich habe mit Trevor Michael abgezockt. Ich werde einfach irgendwas drücken gleich. Das sag ich doch. Eze schlägt dann einfach erstmal 10-mal in die Hecke. Eze trägt so die typischen Deutsch-Touristen-Sandalen, Socken in Sandalen. Fehlt nur noch, dass er ein Handtuch auf die Wiese gelegt hätte. Warte, ich beginne die Steuerung, Alter. Ja, zurückdrücken mit dem Analogstick und dann auch wieder mit der Schwingrichtung gehen. Eze, und dann ordentlich abdrücken. Ah, okay. Abdrücken kann Andi gut. Guck mal hier, ich hab Pink bekommen. Auf ein Scheißhaus. Ja, auf ein Scheißhaus. Ich dachte, das übernehmen andere. Ich sag nur so, Leute. Hey. Egal, muss ich verstehen. Das war Andis Durchfallvideo. Welches? Eins seiner ersten Abo-Videos, muss mal gucken. Ja, Kai, jetzt probier nicht alle Schläge aus. Na, das ist doch mies. Den Putter nimmt man eh ziemlich zum Schluss. Was machst du denn? Ich hab noch nie dieses Golf gemacht. So mies! Ich auch noch nicht. Jetzt wieder der Glatzeniges dran. Ah, der Verrückte. So, warte, ich muss jetzt mal zielen. Ich will ein bisschen darüber. Wie ist die Windstärke? Okay, weht leicht. Kommt drauf an, wenn Andi wieder einfahren will. Wackelt ihr sich da ein mit dem Schläger, oder was? So nett war dein. So, dann wollen wir mal schwingen. Ups! Pam. Naja, das geht. Tröd. Achso, ja, genau. Und jetzt ist ja immer so, wer am weitesten davon ist, weil du am weitesten von uns entfernt bist. Das wird jetzt so gespielt, dass immer der am weitesten hinten liegt, als nächstes wieder dran ist. Na komm. Jetzt. Zum Thema wackelt der sich da ein, das hat aber EC-Bauch gerade gemacht. Ja, solange ihr nicht in die Sandbank trefft, ist es ja eigentlich okay. Weil ja, dann wird's schwierig. Doof. Was? Das wird def. Er spielt mit so einem kleinen Schläger. Was machst du, Kai? Tanzen. Gibt's einen Nuss? Ah, die sind eher für kurze Distanzen. Was du da hast. Ja, ich will ja die ganze Zeit den Schläger wechseln, aber hier macht er irgendwie hier nichts. Unten steht es doch, erklärt, mit welchem Taste du wechselst. Ach, egal. Ja, du hast nur 34 Sekunden noch. Einfach drauf los. Einfach drauf. Weiter geht's mit Gebrüll. Oh, Sandbank! Singularity. Two birds. Lass mal schauen. Triffst nicht. Map. Das wäre ein bisschen riskant. Ich müsste über die Sandbank spielen. Na gut, ich versuch's mal. Aus dem Rough. So. Warte mal, wie kann man noch mal den Schläger wechseln?
Achso, ich sehe es gerade. Okay, wir versuchen es. Okay. Oh mein Gott. Puh. Er hätte mal ein bisschen mehr Stärke dahinter sein können, aber egal. Na gut, muss euch der Papa wieder zeigen, wie es richtig geht, wa? Lass das mal. Ey, das erinnert mich an Mario Kart vorhin, was? Ja, ja, genau. Ey, das war so episch. Wir haben vorhin Mario Kart online aufgenommen zusammen. Und wir waren in einer Gruppe, ich glaube 9 Fahrer. Und 6 davon waren Japaner. Nee, das war zum Schluss war so. Waren es sogar 10, ja. Es waren entweder 10 oder 12. Es waren entweder 10 oder 12 zum Schluss und da waren wir zwei die einzigen Nicht-Japaner. Und das Geile war, der eine Japaner hat da noch geschrieben, bitte etwas Nachsicht. Ja, für echt? Uns, wa? Alter Kai, was machst du denn? Ein Bock muss nach dem anderen. Golf lag mir noch nie und wird mir auch nie liegen, ganz ehrlich. Der Golfschläger hat nur einen Sinn, bei Sascha im Gesicht zu landen. Genau. Pass mal lieber auf, dass ich dieses Ding nicht um den Hals wickel, Freundchen. Nee, lieber nicht. Macht es doch. Nehmt doch die Schlagkamera, dann könnt ihr vorher gucken, wie ihr das ausrichten müsst und dann und daran den Schläger auspassen. Also er zwei. Sind wir etwa Mädchen? Nö. Aber Pussys. Also wenn ich mir diese Hosen- und Shirt-Kombi von Ezra angucke, naja. Ja, Eze hat halt zu Hause eine Villa mit 12 Zimmern, keine Heizung, der geht selbst durch die Räume. Ja, genau. Am Laufen. Am Laufen. Wo ist denn der, wo ist das? Boah, dieser Körb. Was ist denn wieder mit mir? Epileptischen Anfall. Wieso? Okay, da müsste ich ihn treffen. Könnte ich einen anderen Schläger haben? Oh, mit dem 7er müsste es gehen, oder? Der 9er trifft nicht weit genug. 6er, ne, ich nehme den 7er. Puh. Perfekter Treffer. Na, scheiße, der ist zu weit. Scheiße. Eieiei. Miau. Ball im Aus. Ficken. Bist raus. Fuck. Raus. Hätte ich wohl doch mal den 8er genommen, dann wäre der nicht ganz so weit geflogen. Naja. Los, schwing dein Ding. Ja, ich muss den nochmal neu ausrichten. Okay, geht doch. Holy crap. Zwar ein Drall, aber jetzt bin ich mir schon nah genug dran. Ja, das kann nicht Warzenschwein sowas. Das kann echt, ja, das kenne ich nicht, Warzenschwein können. Das hat es damals drin bei uns nicht gegeben. Wir können es echt nicht lassen. Nein. Oh, der geht in die Sandbank. Nein, doch nicht. Ich fall unter den Baum. Bau den verdammten Baum. Da sitzt bestimmt Andi irgendwo. Nur bei Andi ist es so, wenn Andi Physiker wäre, da wäre bei ihm der Apfel nicht vom Baum gefallen, da wäre Andi vom Baum auf den Apfel gefallen. Jetzt ist so da wäre der Baum. Da wäre der Baum vom Baum gefallen. Da wäre der Baum vom Andi gefallen. Uiuiui. Ui. Ja, ich würde sagen, der ist halbwegs gut gelandet. Weißt du eigentlich, wer als erster der Seite von Starscream LPS einen Daumen nach oben gegeben hatte bei Facebook? Nein. Rainer Kallmund. So. Und dann Gabe Newell. Wir haben übrigens vorhin, bevor wir anfingen mit der Aufnahme, einen Gaben verprügelt von den Zivilisten. Sascha und ich. Ja, der sah echt so aus. To stop gaping. Wir sind da hinterher, kipp uns endlich Half-Life 3 oder haben den verprügelt, Alter. Alter Finne, ey. Von der Dachrinne. Genau. Eieiei, Eze. Richtig mies. Bei dir läuft, ne? Ja. Aber nicht das Spiel. Schisses. Komm, Kai. Können mich lachen. Schlauchen. Schlauchen, nein. Schlauchen daneben. Wir kriegen echt alles kaputt. Wir dürfen sogar Golf, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, aber du diesen ausgewählt hast. Was? Hast du eine Kehrtwende gemacht, gell? Ja. Boah, Leute, fickt euch, ich hab einen Sitz. Oh, guck mal, ihr kommt dauernd dran, du und Kai, weil ihr so weit weg seid von dem. Sascha ist wahrscheinlich als letzter dran, weil er bisher die beste Lage hatte von allen. Ja.
Jetzt ist Char schon am Verzweifeln. Ja, ein paar Millimeter vom Fairway. Da könnt ihr schon fast den Putter nehmen, ey. Ja. Eze, du musst schon auf den Cursor achten, wenn du zu dem Golfschläger haben nur einen Sinn, als Waffe eingesetzt zu werden. Ja, hast du eben schon mal gesagt. Och, weißt du was, ich nehme jetzt auch einen Putter, ey. Was ist das denn? Die haben nichts. Die sind nicht zum Spielen geeignet, die Dinger. Das müsste gehen. Ach Gott, Leute, ich find's immer so witzig, wenn die Leute nicht lesen. Nein! Das war knapp. Alter, das war echt knapp. Ficken! Oh, Sascha darf auch nochmal drankommen. Ja. Wieso hat schon wieder jemand im Chat gefragt, ob er mitspielt, oder was? Anscheinend. So, ich zieh den lieber noch ein bisschen weiter vor. Oh, ich hatte das so schön ausgerichtet. Nein! Ich hätte es versenkt. Naja, nach dem ersten Loch geht wahrscheinlich Sascha in Führung. Verdammt. Fast. Oder auch nicht. Alter Finne, ey. Jetzt ist so, noch... komm, schlauch mich. Jetzt ist noch irgendwie 10 Kilometer vom Loch entfernt im Vergleich zu uns. Genau, 10 Kilometer. Naja, so Pi mal Daumen. Hey, Eze, die Strecke, die Moses und seine Leute zurücklegen mussten, die war kürzer als deine Beine. Alter, das war knapp. Das war sehr knapp. Knapper als der wieder dran. Guck mal, da hinten hier, mein Charakter ist schon völlig gelangweilt. Was machst du, Eze? Cyber Dance oder was? Auch Spastik. So ungefähr. Eze ist auch wieder der Beweis, auch Spastik ist Gymnastik. Ich wusste das Loch, ich finde das gerade nicht. Halt mal R2 gedrückt. Also wenn du das im Bett aussagst, wird mir das aber zu denken geben. Eze, halt R2 gedrückt, dann findest du es. Ja. Ah, okay. Was macht der denn? Der kriegt alles kaputt. Also irgendwie, weiß nicht, es ist GTA. Eigentlich müssten wir da jetzt, wenn er zu lange braucht, müssten wir da zu ihm rübergehen können und ihm einen Kinnhaken ja, nehmen. Ja, guck, er hat das Schlaglimit schon überschritten. Alter, plus 5. Na endlich. Triple Boogie. Also ganz ehrlich, wer seine wertvolle Lebenszeit mit Golfspielen verschwendet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das sind ja eigentlich meistens alte Männer, ne? Ja. Pa. Hey, du hast die vorgegebene Schlagzahl erreicht. Mahlzeit. So, jetzt ganz leicht. Perfekt, der darf Double Boogie. Okay, das heißt, Sascha führt gerade. Also wirklich. Okay, fortfahren. Alter, nächstes das ist eigentlich, also ich sag mal, unter Paar bleiben ist natürlich besser. Aber wow. Aber bei uns ist das immer noch ein Sieg. YOLO Swagger ist jetzt online. Aha, interessante Namen. Ich komme aber. Perfekter Treffer! Das ist MBZ. What? Scheiße, ich hab mich voll gerotzt. Moneyboy. Alter. Ich will diesen Namen von diesem möchtegern Pfosten nie wieder in einem von meinen Streams hören, Alter. Ich weiß doch nicht mal, wer das ist, aber Eze trollt hier einen, ey. Das ist ein österreichischer Sprechgesangsartist. Ach, ein Rapper, oder was? Nee, der wohnt, glaube ich, in der Nähe vom Alex. Die größte Frage ist, dass der sogar einen Plattenvertrag gekriegt hat. Also in Wien irgendwo. Also dann laufen die auch immer nachts durch Wien durch die Straße und sagen, oh Mann ey, ja, hat sich wieder nicht festgehalten. Was? Oh Donkey, du Affenarsch. Der bei dir hat sich das wieder halb sexy an, du Affenarsch. Das klang zu andisch. Eigentlich hätten wir Jakob einladen müssen. Ich meine, hier ist eine grüne Fläche, da kann er wieder Gras-Simulator spielen. Genau. Eze, bring noch mal Voice of the North mit Imitation. Also ganz ehrlich, Leute. Genau, demonieren. Mach weiter. Nee, ich muss mich jetzt mal aufs Spiel hier konzentrieren. Ja, er soll gerade Kai M schlagen. Ja, ich will mal sehen, wie er das macht. Guck mal. Der hat ja eben immerhin gewonnen, ne? Nee, Evo Games RP führt. Kai hat ihn noch als erstes reingehauen. Nein. Ne? Ja, aber er hat mehr Schläge verwendet. Ja, es geht nicht darum, wer als erster trifft, es geht eher darum, wer das ja, macht irgendwie Sinn, ne? Hat.
Das spielt sich auch so ein bisschen ähnlich vom Prinzip her beim Schlagen wie diese Tiger Woods Spiele, die es früher mal gab. Und genau, da habe ich mal eins angespielt. Auch wie Mario Golf, das habe ich auch schon gespielt. Ja, Mario Golf war ja bestimmt noch ein bisschen lustig, aber das ist ja... Guckt mal, hier! Eine Sportart für... Ich bin schon green in regulation. Analakrobaten. Ich finde Minigolf auch interessanter als normal. Ja, das geht ja noch, Minigolf. Das kann man ja sich noch antun. Ja, da kannst du sogar mit Erbsen spielen. Ja. Ja, viel zu weit. Oh. Ja, ging noch. Ja, ging noch, Kim. Ja. Jetzt muss wieder was gut machen hier. Ja, ich muss jetzt zaubern. Genau! Sonst krieg ich da eine Krawatte. Ja, Evo Games hat sie ja schon, oder? Ich auch. Mein Charakter hat auch eine Krawatte. So eine silbermetallene. Wer hat sie dir denn verkauft? Jakob, oder? Ja, genau. Also, und er hat gesagt, ja, weißt du, ne? Wenn du also wirklich, wenn Leute... Wenn du Lunch auf Simulator guckst, dann könnt ihr mich auch deabonnieren. Also, man könnte keine Tastatur bedienen, oder was? Verdammt! Eieiei. Das Geile war ja auch einmal, hatte bei mir, das war jetzt noch ganz kurz, nachdem ich Andi und Pest kennengelernt hatte, hatte bei mir auch einer auf dem Kanal getrollt bei Mario 64. Da hatte Andi sogar zu dem was geschrieben. Hatte gemeint, Kündi ist bei dir wohl der Hamster mit der Tastatur gerannt, ne? Hat er geantwortet, nee, er hat einen Zwergkaninchen. Oh. Hat ich überhaupt nicht kapiert. Hier, da hat der Hamster, der Bockwurst-Hamster. Das gibt's doch nicht. Guck mal hier, Sascha ist schon wieder beim Putten. Ich glaub's auch nicht. Ne, weißt du, den Hamster in der Leitung hat ja sowieso Kirak. Hamster. Buh, Alter! Komm! Alter! Hör doch auf zu zaubern hier. Ja, genau. Kann er nicht warten, schweigen. Ich bin sogar unter Paar geblieben. Ja, ich hab's gesehen. Birdie ist eins unter Paar. Ja, und zwischendurch, auch wenn es jetzt schon so halb kurz vor Schluss ist, trotzdem nochmal, falls noch jemand dazu gekommen ist, nochmal ein freundliches Hallo. Servus, und ja, und hallo. Ich weiß, das ist jetzt gerade ultra spannend hier, wenn wir Golf spielen. Hey, komm, wir haben sogar aus einem eher langweiligen, langatmigen Sport eine Döpperei gemacht. Langatmig trifft's. Jetzt schubst du die mit der Nagelschere an, oder was? Ich muss erstmal das Loch wieder suchen. Der hat echt mit seinem Loch. So, wo ist denn das? Wo ist denn das? Da ist es. Nicht. Oder? Jetzt sehe ich selber auch nicht. Ah, nee, doch, da war es. Okay. Ist dieser Winkel? Eigentlich hätte ich das vorhin glatt so machen können, als ich aufs Klo musste, als ich mit dem Loch durch war. Naja. Ich weiß nicht, treffe ich mit diesem Winkel. Vorsicht, aber Ameise! Nee, ich hab's nicht mit dem Winkel so. Vorsicht, Wurzelschwein. Guck, voll daneben der Winkel und voll zu lasch. Ja, was soll ich denn sagen? Meine Dinge ja noch weiter daneben. Ja. Das wäre eine Tröte, war das. Baburb. Düdü. Eze, wenn du den jetzt triffst, dann kriegst du sogar einen. Ich wollte gerade sagen, einen schönen Sound zum Feiern von mir dafür. Los, der Nächste, der ihn reinmacht, der kriegt ein Airhorn. Also Kai. Na bitte. Gott. Bau erst den Bus. Kai, erinnerst du dich noch? Sonst. Oh, dafür könnte ich dich immer nur umbringen, ne? Trö. Ja, ich hab auch paar. Muss ich noch mal reinschauen in euer Sonic-Ding da. Na, immerhin. Nee, das willst du nicht, Ezel. Doch. Das ist der Horror. Bei meiner Version willst du das erst scheiße, die muss ich ja noch hochladen. So. Okay. Ich krieg dich noch, Sascha. Wir haben ja noch ein paar Löcher. Das macht mir jetzt Angst. Wenn er von Löchern redet und meint, dass er mich noch kriegt. Sorry, also nee. Nee, wir haben oh, noch, der versteht auch alles falsch. Wir haben doch bei Pests Beitrag zu meinem Bros-Special gehört, dass sich Spear gebückt hatte mit Mo im Raum. Das hat er. Alter, also, der wäre hier ein Hole-in-One gewesen. Alter, also, du bist so, wenn man ein, richtig bist, trifft, hier ist auf jeden Fall ein Hole-in-One möglich. Ja, du bist so ein Judas, ey.
Ich versuch's mal mit dem Winkel. Vorsicht, Ameise! Herr Muff! Nein, 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 du gehst nicht in die Sandbank, du gehst nicht... Nein! Nein! Fick ihn, Scheiße, nein! This can't be happening. Ich hätte ein bisschen weiter rechts gemusst mit dem Winkel, naja. Boah, wenn er den jetzt direkt reinmacht. Dann sage ich Gabe Newell Bescheid. Half-Life 3 nein, confirmed. Nein. Was Gordon Freeman da wieder anrichtet. Dann sagt er dir, aber ich mag doch den Keks. Irgendwie dann auch wieder nicht. Erheben und scheinen, Mr. Freeman. Oh, die deutsche Synchro, die war eine Katastrophe. Ja, ich weiß, deswegen habe ich's ja... Ey, ihr seid doch alles solche Hunde, ne? Ja, ich wusste selber nicht, dass der hier landet. Ich dachte, der geht jetzt voll weit weg. Regulation und ich bin der, der hier jetzt rumdümpelt mit dem... Ja, das Problem ist, ich krieg die Scheiße gleich wieder nicht rein. Na, ja, Eze kann nie einlochen. Also, ich weiß nicht, vielleicht solltest du dich mal richtig draufsetzen. Hm. Wenn ich den Winkel wieder einrichte, sagt er wieder gleich, Vorsicht, damit. Ja, komm! Ja, ich muss erstmal aus diesem scheiß Sand raus. Das kann doch nicht sein. Sascha locht eh garantiert mit dem nächsten Schlag ein. Die erste Runde von unserem Super Mega Hyper Derpy Golfen bei GTA Online ist erstmal durch. Jedenfalls, vielleicht mag das für den einen oder anderen vielleicht langweilig sein, wie wir gegolft haben, aber ich kann nicht sagen, das ist noch trotzdem sehr, sehr lustig, was da an Derperei und Sprüchen noch alles erfolgen wird. Darauf dürft ihr euch schon mal freuen, vorausgesetzt ihr habt nicht den Livestream bei Evo Games RP gesehen. Oder sein Best-of, darauf möchte ich euch nämlich mal hinweisen. EvoGamesRP hat ein Best-of hochgeladen gehabt zu dieser Session. Aus seiner Perspektive die besten 10 natürlich, weil er hat ja, war ja nicht immer im selben Raum und etwa wie ich bei der Session. Aber nichtsdestotrotz, vergesst nicht eine Bewertung in den Kommentaren zu hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Und ich bin hier raus. Peace out!